Yunus Mali. Yunus, guten Morgen, hallo. Hallo. Ja. Viele Spieler wollten in der Vergangenheit weg aus Wolfsburg. Du wolltest hin. Warum? Ja, also in erster Linie, weil der Verein sich sehr um mich bemüht hat. Die Gespräche liefen sehr gut und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Es ist ja bekannt, dass ich nach 5,5 Jahren in Mainz, wo ich eine super Zeit hatte, wo ich mich weiterentwickeln konnte, vom Nachwuchsspieler zum Bundesliga-Profi, wofür ich auch sehr dankbar bin, dass ich jetzt den nächsten Schritt machen möchte. Und Wolfsburg war der Verein in der Bundesliga, der sich um mich bemüht hat, der mich auch unbedingt haben wollte. Und deswegen habe ich mich zu diesem Schritt entschieden. Wer hat dich denn da so überzeugt? Ich meine, die Tabellensituation kann es ja nicht gewesen sein. Ja gut, es ist ja auch bekannt, dass der Verein nicht das gespielt hat, was sie sich vorstellt, dass man nicht da steht, wo man sich sieht. Und deswegen, ich sehe das Gesamtpaket gesehen, dass der Verein wieder in Zukunft dahin kommt, wo er hingehört. Und das ist mir auch natürlich bewusst, dass das nicht der Anspruch ist vom Verein. Aber ich denke, das habe ich auch gesehen in den ersten Wochen, dass die Qualität im Team, die ist einfach vorhanden und die Mannschaft gehört auf jeden Fall nach oben. Ja. Ich denke, dass ich nicht so eine große Eingewöhnungszeit brauche, weil ich die Liga ja kenne, hier in Deutschland aufgewachsen bin. Und ich hoffe, dass ich der Mannschaft direkt helfen kann. Das ist mein Ziel. Das erwartet der Verein auch von mir. Deswegen, ich fühle mich gut, wurde bisher gut aufgenommen. Kenne so langsam auch alle kennen im Verein und ich denke, dass ich da vom Start weg auch meine Leistung bringen kann. Welche Position hättest du am liebsten? Ja, die Zehnerposition hinter der Spitze, so wie es auch in Mainz der Fall war. Hätte ich auch mal gern gespielt, ne? Hat aber nicht gereicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. War der Trainer eigentlich bei den Gesprächen auch immer dabei, Yunus? Ja, klar, auf jeden Fall. Gut, die Antworten werden immer kürzer. Hast du schon gesungen als Einstand bei der Mannschaft? Muss er doch mal machen, ne? Ja, ich muss sagen, Yunus hat uns alle sehr, sehr überrascht. Also er ist nicht nur fußballerisch wirklich begabt, sondern auch mit seinem Gesangstalent. Also am Anfang ist es natürlich immer so, wenn man da auf die Bühne hoch muss, ist das Gelächter relativ groß. Als Yunus dann... Moment, welche Bühne erstmal? Bitte? Ja, in der Kabine oder wie? Das ist so eine provisorische Bühne. Oder ist Bühne, dafür der Magathügel noch da? Nein. Das ist eine provisorische Bühne, die wir dann bestimmen in einem Restaurant. Ah, okay. Und als Yunus dann nach der ersten Strophe, da war erstmal kurz jeder still und... weil er uns sehr beeindruckt hat. Also ich glaube, dass nach der Fußballkarriere könnte er durchaus auch eine andere Karriere als Sänger einschlagen. Das ist eine super Vorlage von Marcel, Yunus. Wir sind jetzt auch mal ganz still, wir hören mal. Nee, ich lasse es lieber. Ich war lange in Mainz und habe immer zusehen können, wie die neuen Spieler immer gesungen haben und konnte mich auch drüber ein bisschen lustig machen. Diesmal war es so weit, dass ich singen musste. Die ganzen neuen Spieler mussten singen, wie der Marcel schon gesagt hat. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Es ist anscheinend gut angekommen. Aber jetzt sind, glaube ich, zu viele Zuschauer da. Deswegen will ich lieber nicht singen.